Diese Worte brannten sich ein. Voller Ernst erwiderte er mir, ob ich denn sicher sei, dass ich das machen möchte. Viel Geld wirst du damit nicht verdienen. Du wirst viel arbeiten und im Vergleich dazu wird das wenig wertgeschätzt. Du könntest auch woanders gutes Geld verdienen, mit weniger Arbeit und Stress, und dir dann von deinem Bauern des Vertrauens das gute Obst und Gemüse kaufen. Warum hat mein Vater diesen Ratschlag und auch Warnung mir gegeben? Er ist in der Sowjetunion in Kasachstan groß geworden. Der Vater früh gestorben und die Mutter musste dann den Hof und auch die Kindererziehung übernehmen. Er ging ganz zumal zur Schule und dann, nachdem er nach Hause gekommen ist, erstmal beim Hof seine Mutter aushelfen bis zum Abend und dann am Abend nochmal die Hausaufgaben machen. Aussehen, hacken, pflegen, ernten, für den Winter einlagern, die Tiere füttern. In seinem Fall damals ein Leben in Richtung Selbstversorgung, wie sich das viele halt vorstellen, einen eigenen Hof, wo man halt sein eigenes Obst und Gemüse anbaut. Dürfte für viele ein Traum sein, allerdings ist es dann für ihn mehr auch zum Verhängnis und Albtraum geworden. So, in der Sowjetunion herrschte Planwirtschaft und das ist halt katastrophal, vor allem bei der Planwirtschaft, wie viel man dann abzugeben hat, wie viel man zu ernten hat und dann in Wirklichkeit gar nicht so viel rauskommt, aber dann trotzdem schauen muss, wie man das Ganze, den Ernteertrag oder auch das Saatgut irgendwie herbekommt, damit man das abgeben kann. Und dann hat er mir auch erzählt, dass es Zeiten gab, wo sie mal zu viel abgeben mussten und sie dann auch wirklich gucken mussten, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie sie denn überhaupt über die Runden kommen. Da hat er mir auch mal zum Beispiel erzählt, dass sie auch mal Kartoffelschalen genutzt haben, um damit neue Kartoffeln zu legen. Dann haben sie die Schalen ein bisschen dicker abgeschält und die dann gelegt. Es gab auch einige Hungersnöte in Russland und auch in der Sowjetunion, die dann letztlich auch dazu führten, dass Leute aus der Stadt dann aufs Land geflüchtet sind und dann dort auch angefangen haben zu plündern. Wahrscheinlich ganz klar, wenn die Leute Hunger haben, dann werden sie auch alles Mögliche in Bewegung setzen, halt irgendwie ans Essen zu kommen. Und ich denke, bei solchen Krisen wird das auch nicht zivilisiert vonstatten gehen. Mein Vater erzählte mir auch, dass die Tiere der Genossenschaft gehörten. Und da gab es dann zum Teil Zustände, dass halt das Tier viel wertvoller ist, weil es halt der Gemeinschaft gehört, als die Menschen, die sich auch um die Tiere kümmern. Also das heißt, dir gehört das Tier, du hast die volle Verantwortung, darfst aber im Endeffekt zum Schluss denn nicht entscheiden, was halt mit dem Tier passiert oder bekommst auch dementsprechend für den Arbeitsaufwand, den du da reingesteckt hast, für die Versorgung des ganzen Tieres, dann weniger zurück, als dir zustehen würde. Die Mutter von meinem Vater starb auch auf dem Acker aufgrund der Überarbeitung und den ganzen Stressfaktoren, die da auch mit reinspielen. Vor allem an dem Punkt, wo mein Vater wieder deutsch sein wollte, sich an die Schulregeln gehalten hatte, der Schuldirektor die umgehen wollte und deshalb mein Vater schon fast ins Gulag stecken wollte, weil mein Vater sich vehement an die Regeln gehalten hat. Geschichte ganz kurz erklärt. Jedes Jahr wurde da ein Jubiläum veranstaltet, auch so eine Art Parade, wo auch ein Flaggenjunge schon Wochen vorher ausgewählt worden ist. Und der Direktor ist dann einfach zu meinem Vater gegangen und hat ihn an dem Tag einfach die Flagge in die Hand gedrückt und gesagt, er soll halt die Flagge hissen. Mein Vater hat sich geweigert, weil Regeln sind Regeln. Er ist halt wieder mal mit seinen deutschen Genen durchgekommen. Da hat sich der Direktor in seiner Autorität verletzt gefühlt und man wollte meinen Vater nach Sibirien ins Gulag stecken und das war ein enormer Druck für meine Oma. Die hätte auch fast ein Herzkasper dadurch bekommen. Hartes, anstrengendes Leben hat da mein Vater hinter sich gehabt und er hat halt einfach keine Zukunft mehr in der Landwirtschaft gesehen, auch als es dann Richtung Zusammenbruch der Sowjetunion gegangen ist, hat er einfach gemerkt, dass das Land halt weiter ausgebeutet und ausgenutzt wird und halt die Ersten, die es halt dann trifft, unter anderem dann die Landwirten, sind. Deshalb hat er auch sein Glück im Militär und auch dann später in der Stadt versucht, zum Beispiel als LKW- und Busfahrer, bis er dann die Gelegenheit genutzt hat, dass er als Russlanddeutscher nach Deutschland einwandern durfte. Als er hier in Deutschland ankam, versuchte er weiter seine LKW-Tätigkeiten fortzuführen, bis er dann die Möglichkeit für einen besseren bezahlten Job bekommen hat und nebenbei hat er dann noch weiter als Ausgleich gegärtnert, wie es halt dann viele auch machen,
und er mag halt auch diese Naturverbundenheit. Er liebt die Natur, tut sehr gerne Obst und Gemüse auch anbauen, aber nicht in einem Zwang oder dass er dann wie ein Ochse arbeiten muss, um dann die entsprechende Wertschätzung zu bekommen. Und er findet auch unter anderem mein Projekt super, er hilft mir auch ab und zu aus. Und da war es auch in den Anfangszeiten so, wo dann sehr viel gearbeitet werden musste, da hat er mir auch persönlich gesagt, dass er nicht so wie ein Ochse arbeiten möchte. Er hat mir auch die ganzen Geschichten da nebenbei erzählt, dass er gesagt hat, dass ich halt irgendwie Lösungen finden sollte, dass ich halt jetzt nicht so ein großes Arbeitspensum habe. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo er mir halt dann, wenn er halt Zeit und Lust hat, mir aushelfen darf, sonst muss ich dann das Ganze alleine machen. Und so viel Arbeit, wie ich am Anfang hatte, habe ich ja auch draußen momentan auch nicht. Hat sich ja auch alles mehr ins Internet auch verlagert. So, seine Anfangshinweise sind auch nachvollziehbar, verständlich und ich habe es ja auch selbst miterleben dürfen. Ja, man kann seinen Lebensunterhalt mit einer Solawi, mit einem Market Gardening, Permakulturprojekte, vielleicht ein Permakulturverein auch bewerkstelligen. Das auch mit dem Obst- und Gemüseanbau alleinstehend. Manche geben da noch Kurse und alles Mögliche mit an. Aber es ist halt dann auch sehr viel Arbeit, das Ganze aufzubauen, die ganze Zeit zu investieren, weil die Leute ja letztlich dann nur für das Obst und Gemüse dann zum Schluss hinweg bezahlen, weil sie ja ein entsprechendes Ergebnis haben wollen. Also wie bei jedem Unternehmer oder Selbstständigen muss halt ein gewisses Risiko reingehen und auch am Anfang sehr viel rein investieren, um zum Beispiel auch einen guten Boden aufzubauen, vielleicht um Gewächshäuser auch vorzufinanzieren, dann die Pflanzen vorziehen, groß pflegen, wässern, den ganzen Strom, den man vielleicht braucht, sich überlegen, wie ernte ich früher, was pflanze ich an, also sich die ganzen Gedanken machen, dann langsam auch aufbauen, auch welche Obstbäume pflanze ich und wenn ich die dann gesetzt habe, dann braucht es ja auch entsprechende Jahre, bis ich halt ein Maximum an Ertrag unter anderem habe. Wenn die Sachen angebaut werden und eine große Ernte bevorsteht, dann geht es natürlich auch weiter, dann fängt es nämlich auch mit dem Marketing, was auch sehr viele unterschätzen und auch die richtige Preisfindung. Also die Leute müssen erstmal auf einen aufmerksam werden, weil bringt halt nichts, ich habe Unmengen an Früchte und habe dann überhaupt gar keine Abnehmer, wie ich halt dann auch hier meine Lebensunterhaltungskosten dann auch irgendwie decken kann. Klar könnte man jetzt theoretisch sagen, wenn man zu viel hat, machen auch viele gehen dann zur Tafel oder zu einer Kälterei und geben das halt für einen Schleuderpreis weg. Aber wenn man das jetzt dann wirklich betrachten möchte, in dem Punkt, dass man auch davon leben möchte, dann muss man auch gucken, wie man dann Leute findet, die auch einen entsprechenden Preis dafür zahlen möchten und auch die ganze Arbeit dahinter wert. Was auch noch mit berücksichtigt werden sollte, ist ja auch der Handel, der da enormen Preisdruck machen kann oder auch Subventionen, die halt auch die Landwirte dann mehr für die Fläche zum Beispiel bekommen anstelle für die Qualität, was auch für Marktverwässerungen verursachen können oder auch jetzt hier bei uns in der EU, was halt ein Nachteil ist, dass halt dann Länder wie zum Beispiel in Spanien, Italien oder Rumänien, die halt vielleicht niedrigere Produktionskosten haben und dann auch den Preis bei unserem Markt dann auch nochmal runterdrücken können, was halt du in Deutschland höhere Kosten hast und dadurch auch die Preise einfach schon allein von dem Kostenaufwand, von dem Arbeitsaufwand her höher sind, dass du auch mit denen zum Beispiel konkurrieren musst. Marketing und Vermarktung unterschätzen ja auch sehr viele. Das heißt, gehe ich jetzt auf den Markt, brauche ich auch eine entsprechende Zeit. Da brauche ich vielleicht auch nochmal zusätzliche Leute, weil irgendeiner muss sich ja um die Fläche kümmern, um die Ernte. Und der andere geht dann währenddessen vielleicht auf den Markt und verkauft dort. Mache ich es übers Internet, baue ich mir eine Internetpräsenz auf, Webseiten gestalten und alles Mögliche. Zählt alles damit dazu oder bleibe ich nur regional? Das sind alles so Fragen, die man sich dann auch unter anderem stellen sollte oder biete ich dann auch zum Beispiel Kurse an oder helfe den Leuten bei ihnen in den Garten, um halt hier auch nochmal zusätzliche Einnahmequelle mit zu generieren. Muss halt auch alles dementsprechend mit organisiert werden, damit es auch fruchtbare Sachen tragen kann, was ich auch unter anderem mache, um das halt auch so ein bisschen quer zu finanzieren, weil mit dem reinen Obst- und Gemüseanbau wird auch ziemlich anspruchsvoll, das zu bewerkstelligen. Man braucht halt die entsprechende Menge, die entsprechende Fläche und es ist halt auch dennoch arbeitsintensiv zu dem Vergleich. Ich meine zum Beispiel, mein Bauernlehrer, der mich ausgebildet hat, der hat halt so einen Bauerngarten und da merke ich es halt, der ist halt weniger im Internet präsent, weniger auf Marketing, er baut sehr viel an, hat auch noch Bienen und dann auch noch Tiere. Der ist halt die ganze Zeit bisher am Machen. Also der hat so gut wie eigentlich gar keinen
Feiertage, der macht jeden Tag immer etwas, im Sommer natürlich viel mehr, da kann es auch 12, 14, 15 Stunden sein, im Winter vielleicht ein bisschen weniger, wobei auch da schon wieder mit der Voranzucht beginnt, mit der Planung, Tiere müssen auch gefüttert werden, Bäume müssen geschnitten werden, gehäckselt, also er hat sozusagen immer irgendwas zu tun und da ist er mal zu mir hergekommen und hat dann gesagt, dass es mal Magen-Darm-Probleme hat, einen Infekt und wenn er dann mal ein, zwei Wochen außer Gefecht ist, dann braucht er unbedingt meine Hilfe, weil sonst könnte es sein, dass eine Aussaat eingeht, kaputt geht und das könnte er finanziell nicht abpuffern, was halt mir dann so ein bisschen auch die Augen geöffnet hat, in welcher finanziellen Lage da auch ist und wie lohnenswert das nur der Obst- und Gemüseanbau, wie er das zum Beispiel macht, bei ihm ist, wo ich dann auch bei seinen Fehlern ein bisschen mitlerne und gucke, okay, wie kann ich es dann auch rentabler machen, damit ich nicht in diese Situation wie er kommt. Der Punkt, den mein Vater erwähnte mit der Wertschätzung gegenüber Obst und Gemüse, sieht man auch jetzt hier bei uns in der Gesellschaft dann doch sehr deutlich. Also die meisten gehen ja in einen Supermarkt, denen ist es egal, wie das Zeug auch angebaut wird. Hauptsache es schmeckt ja irgendwie, da wird dann noch mit Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkung und alles nachgearbeitet, also künstliche Aromen zum Teil, dass es halt irgendwie einen besseren Geschmack hat. Das kennen halt die Leute dann nicht anders, viele haben auch nicht selbst angebaut und bei dem ganzen Preisdumping auch oder die Billigpreise auch, dann schätzen die Leute das auch weniger wert, wenn man dann selber dann mal anbauen möchte und das verkauft, dann kommen dann meistens die Leute, das ist ja ganz schön teuer, verstehen aber auch nicht, was für ein Prozess dahinter steht, wenn man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, aber auch dann letztlich der Geschmack um einiges besser ist und auch wahrscheinlich dann von der Klimabilanz her und auch von der Unbehandelheit, nenne ich das mal, von dem Obst und Gemüse dann auch viel besser ist, anstatt dass es dann irgendwie die ganze Zeit totgespritzt ist und auch die Artenvielfalt darunter leidet. Einer Monokultur zum Beispiel. Die Prioritätensetzung der Menschen kann man auch daran ganz gut erkennen, wo sie halt auch einfach ihr Geld ausgeben. Zum Beispiel durch teure Markenkleidung, Auto, einfach Statusgüter, iPhone, Elektroniksachen. Das sehe ich jetzt als ein großer Teil in unserer Gesellschaft an. Natürlich sind das nicht alles. Es gibt auch Leute, die geben halt um einiges mehr Geld für gutes Obst und Gemüse auf und sind auch bereit dafür zu bezahlen. Und darauf, auf diese Leute fokussiere ich mich auch auf mein Marketing beziehungsweise möchte, dass sie auch meine Kunden sind, weil die auch dann unter anderem gewährleisten können, dass ich da einen guten, soliden Lebensunterhalt leisten kann. Glaube ich denn ernsthaft daran, dass wenn ich hier sitze und mir einbilde, ein Rennauto zu fahren, dass ich dann auf einmal anfange, Motorengeräusche zu hören? Ja, wie jetzt? Das ist jetzt für solche Projekte oder auch für solidarische Landwirtschaften, Permakulturvereine auch sehr wichtig, dass man eine entsprechende Zielgruppe findet, die auch das ganze Projekt an sich auch stemmen können, damit du jetzt nicht, ich sag mal blöd gesagt, wie ein Ochse arbeitest und dann bei der nächsten Krankheit, hatte ich auch schon mal gesehen bei Projekten, dann Niereninsuffizienz, ganze Projekt dann flachgelegt und enorme Kosten, die dann dadurch entstanden sind, die man dann nicht da decken konnte, weil man die finanziellen Ressourcen nicht zur Verfügung hatte. Das heißt, dass man auch hier schaut, dass man Leute einfach hat, die das Projekt tragen, finanzieren und die auch eine gewisse Sicherheit geben, wenn auch mal was Unerwartetes kommt, was dann auch schwerwiegender sein könnte, dass das Projekt dann deswegen jetzt nicht sofort auflöst oder du auch aufgeben musst. Von daher war sehr wichtig, das Marketing auch dementsprechend auszurichten und auch da die Botschaften nach außen zu schicken. Deshalb beschäftige ich mich auch da sehr gerne, wo auch YouTube mir da auch sehr gut helfen kann, beziehungsweise auch wenn ich meine eigene Webseite gestalte, mein Online-Auftritt im Allgemeinen, mich auch ein bisschen mehr mit Marketing zu beschäftigen, was halt auch hier meinem Projekt mit dem Obst- und Gemüseverkauf auch zugute kommt. So, und ich baue mir auch andere Standbeine auf. Also ich halte mich jetzt nicht nur mit dem Anbau von Obst und Gemüse fest, sondern ich gebe ja auch Leuten Beratungen. Ich habe auch Kurse, die ich anbiete. So, ich mache auch die YouTube-Videos, wo die auch die Einnahmen langsam, aber stetig immer mehr werden. Vielleicht kommen auch in Zukunft irgendwelche Sponsorings von anderen Unternehmen mal hinzu. Möchte ich nicht ausschließen, wäre dann eine super Einnahmequelle, um auch zum Beispiel das Projekt zu finanzieren. Oder wer sich auch berufen fühlt, kann auch gerne mal das Projekt hier eine Spende lassen, zum Beispiel über PayPal oder auch über Banküberweisungen. Ein Optimalfall wäre es, wenn das Ganze in der Gemeinschaft zum Beispiel organisiert wird, wo dann sich ein paar Leute sich unter anderem um den Gemüseanbau kümmern, vielleicht dann auch später auch mit der Vermarktung, aber auch andere Leute, die dann vielleicht in irgendwelchen anderen Branchen arbeiten, zum Beispiel Webseiten gestalten oder irgendwo in der Industrie und dann hier die Sachen auch querfinanzieren und dann vielleicht in der freien Zeit, die sie dann haben, birgt auch gewisse Risiken. Man wird auch viel arbeiten,
das ist auch dann nicht für jedermann geeignet und dann sucht man sich halt dann lieber die Möglichkeiten, die sich auch heute einen bieten, zum Beispiel durchs Internet, einfach eine Grundlage, dass man halt hier verschiedene Standbeine und Finanzierungsquellen hat, weil dann würde ich auch meinen Vater verneinen und sagen, ja, es wird weniger, unter anderem weniger wertgeschätzt, du arbeitest viel und bekommst dann wenig. Wenn man es aber klug angeht mit vielen verschiedenen Standbeinen, dann ist es auch unter anderem eine Möglichkeit, auch im Obst- und Gemüseanbau gut zu leben und sich dann nicht zu Tode zu arbeiten. Und wie gesagt, das hat er auch gesagt, weil er von einer anderen Zeit kommt. Das solltest du jetzt aus dem Video herausnehmen. Also das Erste, was sehr oft im Permakulturbereich vorkommt, dass halt sehr viel romantisiert wird. Ja, es ist eine schöne Vorstellung, so einen schönen Hof zu haben, wo man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut, so in Richtung autark und Selbstversorger geht, Gemeinschaft leben. Aber um an diesen Punkt zu kommen, wird man halt sehr viele Opfer bringen müssen. Und da wird es dann nicht dabei bleiben, dass man da ja jeden Tag am Lagerfeuer und man springt und hüpft und tanzt um das Feuer herum und hat eine schöne Zeit. Da gibt es auch bei Phasen, da arbeitest du den ganzen Tag und fällst dann tot um im Bett, bist du müde und am nächsten Tag geht es ja dann auch weiter. Ist alles mit dabei und da wird es auch Phasen weitaus mehr geben als, ja, ich arbeite nur 3 Stunden, mehr brauche ich nicht, sondern da wird auch sehr viel Frust und Stress auch kommen und da sollte man sich auch dementsprechend vorbereiten und sich auch neuen Herausforderungen stellen und auch mal ein bisschen wandlungsfähiger sein. Also ich kenne auch sehr viele, die wollen dann nichts mit dem Internet zu tun haben, wollen es dann so machen, altmodisch und so. Das macht die ganze Sache dann auch umso schwieriger. Das heißt, man sollte auch gewisse Sachen und Möglichkeiten offen halten und vielleicht nicht ganz so dogmatisch und ideologisch an die ganze Sache reingehen und sich vielleicht einfach mal für neue Sachen öffnen und gucken, ob man die irgendwie auch erfolgreich bei sich integrieren kann, damit sie halt eine gewisse, ja, ich sag mal, Schöpfung, Wertschöpfung mit sich bringen, dass halt das Leben auch vereinfacht wird. Von daher würde ich das Internet auch nicht so verteufeln, bietet unendlich viele Möglichkeiten, die man auch dafür nutzen kann, vielleicht die Arbeitslast zu reduzieren, beziehungsweise auch die Freude an sich, an dem Gärtnern nicht zu verlieren, weil die Phasen hatte ich auch manchmal, wo ich dann wirklich gar keinen Bock aufs Gärtnern und im Allgemeinen so hatte, weil es dann irgendwann zu einem Zwang wurde, weil du dann letztlich dann einfach nur Geld verdienen musstest irgendwie, dann musstest du anpflanzen, neu setzen, dann hier noch Marketing machen, da verkaufen, da hat jemand noch an, hier ruft noch jemand an und sowas, wird dann einfach alles hektisch. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wenn du selbst ein Projekt hast, eine Gärtnerei, Obst und Gemüse anbaust, eine solidarische Landwirtschaft, welche Erfahrungen du auch gemacht hast. Kannst du noch die weiteren spannenden Videos hier, die in dem Bildschirm eingeblendet werden, einschalten, die dir auch dabei helfen können, wie du dein eigenes gesundes Obst und Gemüse anbauen kannst oder vielleicht deine Gesundheit optimieren kannst.